Da war ich gestern noch beim Einkaufen, gell? Ja. Steh an der Kasse, will zahlen. Was macht die Sorttaschen von Kassiererin? Nichts. Nichts lässt mich 2 Minuten warten. Mindestens ist nur Servicewüste Deutschland. Genau. So, einmal Wien und einmal Hasenfutter. Bei der Temperatur von den Pommes frites braucht man aber auch nicht unbedingt eine Brandsalbe. Was ist? Ich sag bloß, dass man bei diesen Pommes frites keine Brandsalbe braucht. So was brauchen Sie, eine Brandsalbe? Nein, ich brauche eben keine Brandsalbe. Also ich zum Beispiel brauche keine Hämorrhoidensalbe. Soll ich deshalb zu jedem sagen, dass ich keine Hämorrhoidensalbe brauche? Nein, Sie verstehen mich nicht. Ich sag bloß, wenn man diese Pommes frites isst, dann braucht man keine Brandsalbe. Ja, wäre Ihnen das lieber? Nein, natürlich nicht. Ich sag doch nur, dass wir bei diesen Pommes frites jetzt nicht den Mund verbrannt haben. Sie haben aber auch ein Pech heute. Ja, Himmel, Herrgott, Sakrament nochmal. Seien Sie so begriffsstutzig oder tern Sie bloß so. Jetzt passen wir auf, Fremder. Dumm anreden lasse ich mich hier nicht. Du kommst da angeschissen, verstehst? Verzeih mir irgendeinen Schwank von irgendeiner Brandsalbe, hält den ganzen Betrieb auf. Und ich, blöde Kuh, hör mir den ganzen Rotz auch noch an und dann kann ich mich auch noch beleidigen lassen, oder was? Entschuldigung, wenn ich mich einmische, aber er hat ja nur einen Witz gemacht. Er meint, dass die Pommes halt nicht sehr heiß sind, dass man keine Brandsalbe braucht. Das ist ironisch. Ich verstehe aber kein Iranisch. Nicht iranisch, ironisch. Ja, Kreuzbirnbaum und Hollerstaden, wollt ihr zwei mich in den Wahnsinn treiben, oder was? Der eine braucht eine Brandsalbe, der braucht wieder keine Brandsalbe. Der andere verzeiht mir irgendeinen Dreck auf Iranisch, der mich nicht interessiert. Ja, rutscht mir doch den Buckel runter, und zwar in Serpentinen. Ja, bin ich denn im Irrenhaus? Jetzt passen Sie mal auf. Ich wollte Ihnen lediglich was erklären, ein Missverständnis aufklären. Aber Sie sind ja offensichtlich nicht nur doof und haben von den rudimentärsten... Das sagst du nicht zu mir. Du nicht. Ich lass dich ja gleich rausschmeißen. Rausschmeißen lass ich dich. Das versuchen Sie mal. Noch leben wir hier in einem Rechtsstaat. Da kann nicht jeder, wie er will, andere vor die Tür setzen. Ich korrigiere mich. Ich lasse dich nicht rausschmeißen. Ich schmeiß dich selber raus. Da geh mal her, du Handtaucher. Ja, sind Sie denn wahnsinnig? Wenn du weiterkommst, raus, Sie mich los. Los. Geh mal. Bema! Klasse, jetzt ist die Schnitzel auch geholt.